Thank you. Oh. Kennt ihr das mit diesen Mülleimern, wo so verschiedene Rubriken sind und ihr wisst einfach nicht, wo ihr den Müll reinschmeißen sollt? Und dann schmeißt ihr den einfach ins Meer. Ja, aber mal ernsthaft, Sonntag Wahl, macht mal Lärm, wenn ihr wählen geht. Jawohl! Nice, Alter. Wen wählst du? Willst du nicht sagen, ne? Voll erschrocken. Ja, ich? Ja, was? Nee, ist ja Wahlgeheimnis, ne? Aber wir sind hier unter uns. Ja. Okay. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, ich brauche einfach Inspiration, weil ich weiß nicht, wen ich wählen soll, Alter. So, meine Hoffnung war der Wahlomat. Jetzt ist der offline. Nur die Wahlplakate bringen mir auch nichts, ey. Da denke ich mir immer so, ich gucke da hin und denke mir, ah, euch will ich nicht. Das beschissenste Plakat, was ich gesehen habe, da stand einfach drauf, Klimawandel, die Antwort ist Europa. Wart ihr bekifft? 5 plus 3? Die Antwort ist Zebra. Alter, du kannst doch nicht einfach, um einer wichtigen Frage auszuweichen, einfach random mit Europa antworten. Möchtest du meine Frau werden? Europa? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, Europa. Na, wie groß ist er? Europa. Das ist keine Antwort. Europa ist keine Antwort auf den Klimawandel. Eine CO2-Steuer wäre eine Antwort auf den Klimawandel. Europa ist so eine Antwort, die gibst du im Erdkundeunterricht, wenn du geschlafen hast und irgendwas sagen musst. Die Antwort ist Europa. Nicht! Fuck! Scheiße, Alter. Ich weiß echt nicht, wen ich wählen soll. Also das Einzige, was ich für mich weiß, ist so, dass ich auf jeden Fall wählen gehe. Und ich werde auch safe irgendeine Partei wählen, die sich mit dieser Klimakrise halbwegs intellektuell auseinandersetzt. Also nicht, weil ich jetzt glaube, wir schaffen das. Ich glaube, der Zug ist langsam abgefahren. Nee, einfach, weil ich nicht der Depp sein will, der irgendwann so in 50 Jahren, so bei 70 Grad im Schatten, in so traurige Kinderaugen schaut und dann sagen muss, ach, der Tag, ja. Oh, da hatte ich einen ganz straffen Terminplan. Ja, dann habe ich morgens gebruncht mit Freunden. Dann bin ich mit meinem SUV ins Yoga-Retreat gefahren. Ein paar Bäume umarmt. Ja, und dann musste ich aufs Klo und dann habe ich auf eure Zukunft geschissen. Bruder muss groß.